Servus Andi. Servus Franz, grüß dich. Ja, kleines Sommermittagspause auf dem Balkon vom Maximilianeum bei herrlichstem Wetter. Drinnen geht es auch heiß zur Sache, sage ich jetzt mal. Tolle Themen haben wir heute. Die Grünen haben wir aktuell der Stunde beantragt. Thema Handwerk. Die Grünen wollen jetzt das Handwerk grün machen. Was hältst du als kleiner Metzgermeister dazu? Es ist immer dann interessant, wenn die, wo im Grunde genommen in ihren eigenen Reihen in der Fraktion überhaupt keine Handwerker haben, wie sie dann durch Nachfragen herausgestellt hat, dass die auf einmal diese Felder entdecken, um für sich die zu gewinnen. Die, wo es vorher immer in Ausschussanträgen die Anträge abgelehnt haben, also das ist eine Verarschung. Nein, das darf man nicht mehr sagen, da ist ja heute schon jemand gerügt worden. Aber wir bei uns dürfen es ja sagen, nein, es ist einfach eine Farce, dass gerade die Grünen hier die Handwerker entdecken. Ja, sie wollen sich schon als zukünftige Regierungspartei sehen. Und das hat ja dann der nächste Antrag mit der Altersreduzierung, Wahlalter herausgestellt. Ja, sie wollen nicht nur für die Wähler das Alter senken auf 16 Jahre, damit man seine Stimme abgeben kann. Das ist natürlich auch so ein bisschen FFF-Jugendgedanke da hinten. Vielleicht wählen die uns ja noch mehr. Ja. Viel suffisanter finde ich ja, dass das Wahlalter des Ministerpräsidenten oder einer möglichen Ministerpräsidentin herabgesetzt werden sollte von 40 Jahren, wie es derzeit in der Verfassung steht, in der bayerischen, sondern dass es freigegeben wird. Und da wurde zitiert der Herr Macron, der Herr Kurz und so weiter. Und dann waren sie einem nicht so blöd, das Song. Und wir könnten auch Katharina Schulze, ja, die ja schon zwei Praktikas im Bereich Handwerk gemacht hat, also komplett bodenständiges, die könnte dann, wenn man jetzt extra die Verfassung ändert, dann könnte sie auch Ministerpräsidentin werden. Gott bewahre uns, sage ich einfach nur. Gott bewahre uns. Ja, der nächste Antrag war von der FDP, den XXL-Antrag zu verkleinern. Da ist natürlich ein Aufschrei durchgegangen durch die Regierungsfraktionen. Aber auch SPD und Grüne haben dann sogar die Facebook-Posts zitiert, dass die Politiker unfähiger sind und dass da sowieso die ganzen Landtagsabgeordneten abgeschafft werden sollen und dass da der Martin Hagen nicht widersprochen hat. Wir Politiker dauernd die Facebook-Posts hier kommentiert bzw. darauf reagiert. Der Antrag wurde dann sozusagen ins Populistische gezogen, wenn nicht sogar rechts tituliert, weil ja die AfD dem auch zugestimmt hat. Das war die Ironie der ganzen Debatte. Aber da leibt man ja dann schon über jetzt zu den Dringlichkeitsanträgen. Ja, jetzt wäre es nochmal spannend. Vielleicht noch ein Satz kurz zum XXL-Landtag. Ich meine, wer mehr Basisdemokratie will, braucht auch einen größeren Landtag. Ja. Bloß, es muss natürlich, worum es ja uns geht, sind, dass die Stimmkreise gleich beschnitten sind. Ja. Nicht ganz große und nicht ganz kleine, sondern dass es halt wieder einigermaßen mal auf ein Niveau zurückgeführt wird. Und was dann der Staatsminister Herrmann, Innenminister, zum Antrag der FDP gesagt hat, war ja auch desaströs. Ja? Dass die FDP zwar weniger oder am besten gar keine Abgeordneten mehr will, aber umso mehr Staatssekretäre in Berlin haben möchte, damit halt die eigenen Freunde da ein bisschen bedient sind. Ja? Das hat halt schon auch gezeigt. Also wir von der AfD stimmen zum Antrag aus anderen Gründen zu, als die FDP ihn gestellt hat. Absolut richtig. Und jetzt haben wir einen Knüller. Wir als AfD wollen halt die Regierungsfraktionen und auch die Ampelkoalition im Landtag, die gespiegelt ist zur Bundesampelkoalition, stellen mit der Forderung, dass man den Verbrennermotor 2035 nicht auslaufen lässt, weil die Bürger die Zeche zahlen. Hier wird die Mobilität der einzelnen Bürger massiv eingeschränkt. Dazu wird jetzt gleich der Kollege Mannes unsere Positionen darlegen, wo wir, wenn man ehrlich ist, die einzigen sind, die wo wirklich den Verbrennermotor ohne Einschränkungen weiter betreiben wollen. Ich glaube, das schauen wir uns jetzt so, unterstützen wir unseren Kollegen. Alles klar. Packen wir es wieder an. Alles Gute. Bis demnächst auf dem Balkon. Ja? Absolut.